Ja, liebe Freunde der Elektromobilität, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht schon, heute ist alles ein bisschen anders. Weihnachten steht kurz vor der Tür und auch meine Stimme ist ein bisschen belegt. Wundert euch nicht, ich hoffe, es geht trotzdem ein bisschen. Ich war schon ein bisschen erkältet, aber kein Schnupfen, kein Husten, nichts, kein Fieber, gar nichts, nur die Stimme war belegt. Und glaubt mir, das hört sich heute schon sehr, sehr gut an. Ja, ihr seht ja, das ist das letzte Video vor Heiligabend, deswegen mal auch hier die Mütze. Ich muss aufpassen, dass mir die Bommel nicht anbrennt hier an der Kerze, an der Pyramide. Ich habe es mir gemütlich gemacht und ich ist lange Schnacke, würde ich sagen. Ich fange mal an, was heute alles für Themen auf der Agenda stehen und da schieße ich auch schon mal los. Ja, also wir haben insgesamt 10 Themen, also wieder mal müsst ihr mit so ein Stündchen rechnen, das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Ich fange natürlich wie immer an mit euren Kommentaren, ja, ist wie gesagt das Salz in der Suppe hier auf dem Kanal. Und dann müssen wir noch mal ein paar Worte zum Holiday-Update loswerden, was ja mittlerweile alle auf dem Tesla gehabt haben müssen, ich auch. Und ich bin, ja, ich finde das nicht so gut, aber das natürlich werden wir uns genau anschauen. Ja, dann noch mal ganz kurz ein Kommentar. Das war's mit der Förderung. Ja, also wie das abgelaufen ist, das ist echt der Hammer, unglaublich. Dann Nummer 4, Audi macht einen Rückruf. Wer hätte das gedacht? Die wollen wieder weg von E-Autos oder sich wieder verstärkt auf Verbrenner konzentrieren. Ich sage, ja, wenn die Schaufel zu klein war fürs eigene Grab, muss sie ein bisschen größer werden. Ja. Dann haben wir Nummer 5, Daihatsu stoppt Auslieferung aller Fahrzeugmodelle. Was ist denn da los? Auch da muss man mal reinschauen. Dann Nummer 6, in Pirna wurde ein AfD-Bürgermeister gewählt. Nicht, dass ich halte mich komplett raus politisch hier auf diesem Kanal, ja. Aber der hat zuerst eine Amtshandlung oder hat schon mal die erste Amtshandlung angekündigt und die lautet, ja, die Autos, E-Autos auf E-Parkplätzen, die müssen weg. Das muss verboten werden. Das müssen wir uns mal anschauen. Hat mir ein Zuschauer zugeschickt, dann mal vielen Dank dafür. Ja, dann Nummer 7. Ja, BYD gerät immer mehr unter politischen Druck. Es war ja zu vermuten, ja. Wie lange geht das weiter? Gucken wir uns auch mal an. Ja, dann Atomkraft. Ist das wirklich eine Alternative? Da habe ich schon einen Artikel im neuen TNE-Magazin, dem letzten dieses Jahr gefunden. Schauen wir auch mal rein. Ja, dann soll wohl Matrix-LED für alle Tesla Model 3 eventuell demnächst per Software freigeschalten werden? Wäre eine coole Geschichte. Schauen wir auch mal rein. Ja, und dann ganz zum Schluss Nummer 10. VW ID.7 floppt in China. Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Ja, das sind meine 10 Meldungen, die ich heute habe. Wenn Sie interessiert, bleibt dran. Bis nach dem Intro. Bis gleich. Viel Spaß. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe mir erstmal durch ein schönes Teechen gekocht. Ihr seht schon, ja, mit einer schicken Tasse hat mir ebenfalls ein Zuschauer und Shopbesitzer zugeschickt. Ich habe es mir heute mal schick gemacht. Schöner Pullover, passend zur Tasse. Schöne Weihnachtsmütze. Und ich trinke erstmal einen kleinen Schluck. Ja, und das tut bei diesem Wetter richtig gut. Wir haben ja Sturm draußen. Ist ein sehr stürmisches Wochenende, aber ja, wir machen das Beste draus. Mikrofon nochmal ausrichten, dass ihr mich auch wirklich gut verstehen könnt. Ja, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, so wie ich auch. Es wird eine Weile dauern, lehnt euch zurück oder schaut in die Kapitelmarken. Ihr kennt das Prozedere, ist immer das Gleiche. Ja, und ich fange mal natürlich ganz vorne an. Und zwar als allererstes, bevor ich überhaupt loslege, möchte ich Wolfgang und Karin gratulieren zum 59. Hochzeitstag. Ja, ich hab das. Ich habe das zufällig gesehen auf WhatsApp, habe dann mal geschrieben, habe mich sehr gefreut, habt ihr auch gleich geantwortet. Ja, also das werde ich in meinem Leben nie mehr schaffen, 59 Jahre verheiratet zu sein. Ja, das war gestern übrigens, also gut, also die Sendung am Sonntag, also vorgestern, am Donnerstag hatten die beiden Hochzeitstag und wir haben uns ja kennengelernt beim ersten E-Auto-Treffen, wo ich in Hannover dabei war. Da nochmal alles, alles Gute zum Hochzeitstag, bleibt so wie ihr seid und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Also ich bin das echt ganz selten in Berlin gewesen, so gut wie gar nicht, aber sobald ich da mal hinfahre, melde ich mich auf jeden Fall. Ja, das muss ich unbedingt loswerden, hab Verständnis dafür. Ja, dann natürlich ist es an der Zeit, gerade zu Weihnachten nochmal besonderen Dank zu sagen, und zwar einmal an Andreas, erinnert euch, besitzt einen Fiat 500 und einen Porsche. Fiat 500 haben wir schon angeschaut. Dann nochmal vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, dein Fahrzeug mal auf meinem Kanal vorzustellen. Und ich freue mich schon auf den Porsche, wann auch immer. Ja. Dann natürlich auch an Igor. Ja, er fährt ein MG EV. Auch das finde ich ein mega interessantes Auto. Auch das ist nicht vergessen. Alles in der Pipeline. Machen wir alles nächstes Jahr. Dann auch ein Dank an Jens. Jens hat mir eine Nachricht geschickt und zwar zum Thema Tipper.
Tipperstrom ist auch mal sehr interessant. Und er fährt noch so ganz nebenbei ein EQV-Mercedes und ein E-Vido-Tourer. Ja, ich hoffe, du fährst den nächstes Jahr noch. Ich würde mich gerne mal melden und den vielleicht mal mit dir gemeinsam hier im Kanal nächstes Jahr vorstellen. Ja, und dann nochmal schönen Dank an Oliver. Der wartet auch noch im tiefsten Bayern, kurz vor der österreichischen Grenze, mit seinem Hyundai IV6. Ich hoffe, du hast den nächstes Jahr noch. Es ist nicht vergessen, es ist eben extrem weit. Aber auch da finden wir irgendwann mal eine Lösung nächstes Jahr. Ja, dann natürlich noch einen sehr schönen Dank an alle Kommentatoren, die hier auf den Kommentar mit dazu beigetragen haben, über die Kommentarfunktion interessante Antworten zu liefern, Diskussionen anzustoßen. Und auch ich habe das ein oder andere erfahren, was ich vorher gar nicht wusste. Ja. Ja, und natürlich ganz wichtig, ein Dank geht auch raus an meine Werbepartner, und zwar Shop for Tesla. Ich weiß, manche geht es auf den Sack, aber Leute, auch ihr, das muss alles irgendwie bezahlt werden. Da bin ich echt sehr dankbar. Shop for Tesla ist ja ein sehr seriöses Unternehmen. Die versuchen vieles auch nachhaltig zu produzieren, auch in Deutschland. Und ich bin da echt glücklich und happy, dass sie meinen Kanal hier unterstützen. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann bestellt noch ein paar schöne Sachen. Ja, ich weiß, Weihnachten, das schafft ihr nicht mal vor Heiligabend. Aber man kann ja auch danach mit dem Weihnachtsgeld was Schönes bestellen. Ihr würdet jedenfalls in jeder Bestellung meinen Kanal ein bisschen unterstützen. Ja, ja, und natürlich noch Dank auch an Geld für E-Auto. Auch da bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Die war nur ganz kurz, Monat oder so, aber so wie es aussieht, wird das nächstes Jahr fortgesetzt. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja die Werbung schnell überspulen, ja, aber auch da, ja, wer sein Geld für E-Auto beantragen will, kann es auch gerne über meinen Link tun, und dann gehe ich auch eine ganz kleine Provision, was diesem Kanal wieder sehr zugutekommt. Ja, aber das soll es auch schon mit der Werbung diesmal gewesen sein. Ja, okay, würde ich sagen, wir legen mal los. Eure Kommentare, und die waren echt sehr interessant, waren also verschiedene Kommentare. Und ich fange mal an, grüne Welle. Ihr erinnert euch vielleicht, ja, früher gab es ja relativ häufig grüne Wellen im Straßenverkehr. Und da hat mir jemand geschrieben, und zwar ist das hier Leikre666. Und mir hat übrigens auch ein anderer geschrieben, hat mir gesagt, ja, er wusste auch, ich habe ja gesagt, ich kannte das noch früher und ich weiß auch von wo, nämlich in Halle Neustadt, hat auch jemand hingeschrieben, das ist wohl immer noch so in Halle Neustadt, dass auf dieser Strecke da immer noch diese Funktion ist, dass man quasi ein Zeichen hat, also man sieht quasi die Geschwindigkeit, die man fahren kann, um dann zur nächsten Ampel zu kommen, bei Grün natürlich. Ja, das soll wohl noch so sein, ich war da schon lange nicht mehr, muss ich nochmal genauer angucken. Ja, und hier hat jemand geschrieben, wir in Paderborn grüne Welle, also wer in Paderborn grüne Welle haben will, muss schlicht immer mit 10 km/h zu schnell fahren. Auf der Ringstraße mit Tempo 70 muss man mindestens Tacho 80 fahren, in der Innenstadt muss man statt 60, 50 fahren, dann hat man eine gute Chance auf eine grüne Welle. Die wird in der Regel nur durch Busse im Querverkehr kaputt gemacht, die eine sehr grüne Welle, die eine grüne Welle bekommen sollen. Sehr lustig an Bushaltestellen nahe Kreuzungen. Da bekommt die Straße mit dem Bus schon grün, wenn der an die Bushaltestelle reinfährt. Entsprechend lang ist die Grünphase und unnötig lang die Rotphase im Querverkehr. Ja, das ist natürlich klar, wenn man Querverkehr hat, wird die grüne Welle unterbrochen. Ja, aber natürlich, was auch ärgerlich ist für die Autofahrer, das erlebe ich auch ihre tagtäglichen Halle, dass ja so ist, wenn ihr die Straßenbahnschiene kreuzen müsst oder so, oder die Straßenbahn quert die Straße, ja, dann wird die schon ganz, ganz zeitig die Ampel für alle Autofahrer rot. Und was ich besonders ärgerlich und ja, fies war falsch, aber besonders ärgerlich ist, dass dann mittlerweile auch mal eine Grünphase komplett ausfällt. Ja, das verstehe ich gar nicht. Ja, ich meine, ich komme angefahren, klar, die Ampel wird nicht grün, weil die Straßenbahn von rechts oder links kommt, aber danach könnte es ja grün werden. Nein, dann fällt es einfach aus, die Ampelphase. Ja, und das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist mir letztens noch passiert, Merseburger Straße, Nähe Riebeckplatz, da habe ich sogar 2 Grünphasen, musste ich da warten. Die sind komplett ausgefallen, weil mehrere Straßenbahnen ineinander kamen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ja. Ja, dann habe ich noch was Zweites zur grünen Welle. Ja, und das ist hier Freddy Win 7879. In Gütersloh auf dem Nordring gibt es noch die grüne Welle. Dort wird 70 km/h erlaubt und bei 60 ist grüne Welle noch mit Hinweisschildern. Ja, genauso muss es sein. Ja, ich muss nicht 80 fahren, wenn dort 70 erlaubt sind, um das zu schaffen, sondern am besten 10 km/h weniger. Also irgendwas dann von 10 km/h bis zur Höchstgeschwindigkeit, ja, dann ist das ideal. Und klar, wird es auch mal rot, ist auch ganz klar. Aber das schon, denke ich mal, die Anwohner, es schon die Umwelt, das ist eine gute Sache. Und das sollte man wieder flächendeckend einführen, denke ich mal. Da nochmal schönen Dank an diesen Kommentar. Ja, dann habe ich nochmal einen Kommentar zu Subventionen. Das war ja auch so ein Thema. Ja, wir haben jetzt gerade die Problematik, dass die Subventionen jetzt auslaufen für die E-Autos, ja, da komme ich auch nochmal später dazu. Und natürlich ist das nicht nur in Deutschland so, das ist in vielen Ländern so, ja. Und wenn jetzt jemand geschrieben, er war gerade, ist übrigens ja U.Gebu, war gerade in Norwegen, in Oslo waren mehr E-Autos als Verbrenner unterwegs, der Verkehr war extrem leise und alle waren nicht so gestresst. Das ist immer das, was ich sage, ja. Wer dort ein E-Auto kauft, muss keine Mehrwertsteuer zahlen, und zwar 25%. Warum nicht bei uns auch so?
berechtigte Frage, sag ich mal, ja. Finde ich eine berechtigte Frage. Fände ich besser, wie diese Förderung, wie sie bisher war. Ja, und dann hat mir noch jemand geschrieben, und zwar Deck Duket 162. Ich glaube, das auch schon, guckt schon lange zu bei mir. Ja, dem ist dann auch leider passiert, hat einen Unfall gehabt. Ja, servus, mir ist leider jemand seitlich hinten ins Model 3 gefahren. Der Blechschaden ist ganz ordentlich. Ich schätze so 15.000 Euro. Der Gutachter kommt am Montag und wir treffen uns direkt beim Tesla Body Shop. Frage an dich. Als du deinen Unfall hattest, hast du den Motor, die Hochvolttechnik und den Akku von Tesla prüfen lassen? Nein, das habe ich nicht. Hätte man natürlich vielleicht machen sollen. Also was ich auf jeden Fall raten kann, nimm dir einen Anwalt, wenn du ihn nicht schon hast. Ja, da leitet alles in die Wege. Nimm dir einen Gutachter. Aber so meine Erfahrung war so ein bisschen, naja, die Gutachter, dann gibt es ja auch gute und schlechte. Ich will nicht sagen, die schlechten erwischt, aber um Gottes Willen. Aber also zumindest wurde meine Batterie nicht geprüft. Ich meine, ich habe jetzt auch nichts bemerkt. Also ich fahre schon ganz lange jetzt wieder rum und nach dem Unfall, bei mir ist er auch gerade reingefahren, nicht quer, ja. Also da muss alles schick sein. Also ich habe batteriemäßig habe ich gar nichts gespürt, das alles so wie vorher. Vielleicht habe ich auch noch Glück gehabt, aber es ist natürlich eine große Frage, ja. Hochvolttechnik, Motor, Motor ist ja auch hinten. Und wenn gerade bei dir so die Achse hinten mitgetroffen ist, kann es schon sein, dass der Motor was abgekriegt hat, aber das muss der Gutachter rausfinden, ja. Also auf jeden Fall ganz wichtig, Gutachter, der muss alles prüfen. Und wenn der nachher sagt, am Ende ist alles schick, dann ist es so. Und dann wirst du dich da auch schlecht irgendwie noch mehr Gutachten einholen lassen können. Dann ist es eben so, ja. Ich gehe mal davon aus, dass du Glück hast und drückt natürlich auch die Daumen. Ja. Ja, und ein entsprechendes Protokoll bekommt, dass aufgrund des Unfalls sowohl Akku als auch Motor und Hochvolttechnik absolut in Ordnung sind, habe ich auch nicht bekommen. Wie gesagt, ich war beim Gutachter, der hat die Schäden quasi festgehalten, die Schäden wurden repariert und das war's. Ja. Am Akku war kein Schaden zu sehen, am Motor war kein Schaden zu sehen, auch nicht zu spüren, auch beim Fahren nicht. Ja, Hochvolttechnik genau das Gleiche und dann war das so. Ja. Ja, denn darauf werde ich bestehen, sonst kommt das Fahrzeug nicht mehr auf die Straße, weil ich keinen Bock habe, nachher Ärger mit der Garantie zu bekommen, wenn doch was sein sollte. Eigentlich kannst du keinen Ärger bekommen, wenn du das nämlich beim Tesla Body Shop fachmännisch machen lässt, ist ja die Garantie alles dabei und dann bleibt ihr auch erhalten, ist zumindest meine Vermutung. Ja, ja, ich drücke dir mal ganz fest die Daumen, dass es schnell vorbeigeht. Wie gesagt, am wichtigsten ist immer keine Verletzten, das ist am allerwichtigsten. Und wenn das, oder wenn nur leichte Verletzungen, und wenn das schon mal geschafft ist, ist schon mal viel gewonnen. Und klar ist es extrem ärgerlich. Aber ja, wie gesagt, wichtig ist, dass niemand verletzt ist, ja. Dann nochmal alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass es bei dir alles schnell geregelt. Und vielleicht hast du auch bald ein neues Tesla Model 3 Highland. Auch wenn es die Prämie nicht mehr gibt jetzt, ja. Ich muss ganz schön warm auf der Mütze. Ja, boah, da schwitzt man, ja. Ja, aber ich halte tapfer durch, denn schließlich ist Weihnachten. Muss ich durch, ja. Okay, so viel zu euren Kommentaren nochmal. Vielen Dank und ja, kommentiert weiter fleißig alles, was ich hier sage, auch wenn ich mal was Falsches sage. Ja, das gehört nun mal dazu. Ich bin ja auch nicht perfekt. Ja, kommen wir zur zweiten Meldung. Ja, noch ein paar Worte zum Holiday-Update und meine Erfahrung dazu. Ich fange mal mit dem Update an sich an. Die meisten werden es auch wissen, eine Meldung von Tesla Mac. Ganz interessant, ja, und Tesla-Update kommt, ist ja nun schon da, ich habe es auch schon erhalten, ja. 3D-Parkhilfe ohne Ultraschall und Autopilot-Sperren auch in Europa. Und das war für mich der erschreckendste Moment bei dem Update, aber das machen wir gleich zum Schluss hier. Ja, wie von Tesla angekündigt, hat am Wochenende die Verbreitung eines sogenannten Holiday-Updates quasi begonnen. Und wie erste Meldungen von Kunden zeigen, ist eine der interessanteren davon aber einstweilen auf Fahrzeuge begrenzt, die nicht mit Ultraschallsensoren ausgerüstet sind. Also ich habe quasi die Funktion nicht, die jetzt ja gleich kommt. Ebenso fehlt im Tesla-Update zu Weihnachten in Deutschland die anderswo eingeführte Warnung vor Tempo- und Rotlichtkontrollen. Und überraschend bringt es auch in Europa Autopilot-Aussetzungen bei mehrfacher unsachgemäßer Nutzung. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, ich finde das eine Sauerei. Aber das kommt dann gleich später. Ja. Heiß erwartet wurde ja der, nennt sich hier High Fidelity Park Assistent. Beim Parken wird das Auto aus der Vogelperspektive, das gesamte Fahrzeug und seine Umgebung auf dem Bildschirm dargestellt. Da gibt es übrigens ein schönes Video im Netz vom YouTuber. Ich muss ja das mal einfliegen, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Der hat das mal generell sich damit beschäftigt. Okay, warum sieht das dort so aus bei Tesla? Warum sieht es bei anderen Autos, ich sage normal, also bei anderen Autos aus wie Foto, wie im Video und bei Tesla nicht? Hat er ganz gut erklärt. Schaut da mal rein, ich werde es mal hier verlinken. Ja, und mit der Verbreitung der Softwareversion 3.2023.44.25 kam das dann auch tatsächlich am Wochenende. Aber wie gesagt, nur für die Fahrzeuge, die keine Ultraschallsensoren haben, also meiner nicht. Ja, und warum nun die Fahrzeuge zuerst? Und das ist schon der erste Schwachsinn aus meiner Sicht. Ja, die Bevorzugung beim Holiday-Update könnte also eine Art Wiedergutmachung sein. Quasi Wiedergutmachung dafür, dass mit Wegfall der Sensoren die ganzen Parkfunktionen alle deaktiviert wurden.
Naja, schönen Dank, sage ich mal. Also das ist ja irgendwie das Schad von hinten aufgezäumt, ja. Aber okay, das ist dann so, ist dann nichts zu ändern. Ja, und dass der Parkassistent vorerst nur begrenzt verbreitet wird, besteht noch am Wochenende Eschok sowieso aus dem Autopilot-Team bei Tesla. Letztlich dürften wohl auch Fahrzeuge mit Ultraschall die Funktion bekommen. Ja, schrieb auf eine Nachfrage, denkbar vorsichtig und unkonkret. Also ich sehe das noch nicht so, dass das bald kommt für die anderen Fahrzeuge. Ich sage mal so, ich brauche das eigentlich auch nicht. Ja, ich habe das automatische Einparken sowieso nicht bei mir. Es ist nicht inkludiert, habe ich nicht gekauft. Und ob das nun so oder so aussieht, ich sage mal ja, Vogelperspektive ist schon nicht schlecht mal beim Einparken, gerade am Bordstein und sowas. Aber das war es dann auch schon. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen, ob das kommt oder nicht kommt. Ich bin da sehr gespannt und auch ein bisschen skeptisch. Ja, kommen wir zum nächsten. In Deutschland fehlt nach Angaben von Trackerdiensten zusätzlich die neue Funktion, die ja auf Englisch quasi Speedkameras on your route bezeichnet wird. In vielen Ländern Europas ist das allerdings verboten oder zumindest heikel und tatsächlich scheint diese Funktion unter anderem in Deutschland ebenfalls zu fehlen. Hat uns auch schon unterhalten über diese, ja, ich finde aus meiner Sicht schwachsinnige Regelung, aber ich will da nicht nochmal das Fass aufmachen. Ich glaube, dazu ist alles gesagt, ja. Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight. Negativen Highlight. Strengere Autopilotkontrolle Europa. Und zwar ist das jetzt so. Zu dem Update gehört auch größere Warnhinweise und strengere Überwachung der Fahreraufmerksamkeit bei Autopilotnutzung. Außerdem kommt eine neue Suspension Policy dazu. Wenn das System fünfmal nach mehrfachen vorherigen Warnungen zwangsweise deaktiviert wurde, wird das für eine Woche gesperrt. Ich komme da gleich nochmal dazu. Ja, und dann schreiben sie, in Europa scheint das Unternehmen also ganz ohne behördliche Drängen entschieden zu haben. Ja, das hängt alles zusammen noch mit den US. In den USA wurde quasi USA aufgefordert, diesen Autopilot nochmal stark einzuschränken, weil es angeblich Unfälle gab damit, verschiedene Sachen waren. Und das haben sie in den USA gemacht und haben es gleich mitten in Europa bei uns mit ausgerollt. Ja, obwohl ja niemand die aufgefordert hat, das war so ein bisschen scheinbar vorauseilender Gehorsam. Und das hat das ganz schön eingeschränkt, aber da komme ich gleich dazu. Ja, und deswegen haben sie sich auch entschieden, ohne behördliches Drängen, das auch in Europa quasi einzusetzen, um ganz konsequenter gegen Missbrauch seines Assistenzsystems vorzugehen. Und da fange ich schon mal an damit. Also wenn es darauf hinausläuft, dass man quasi diese Funktion, die man mitbezahlt hat, verliert, weil sie missbraucht werden kann, dann ist das ja so, wie wenn das Autofahren verboten wird, weil das Autofahren kann auch missbraucht werden. Also alles kann da missbraucht werden. Ich kann ein Küchenmesser nehmen, ich kann damit eine Burger schneiden und ich kann damit auch Böses tun. Ja, das kann man alles machen und deswegen, ja. Und dann quasi so eine automatische Funktion einzuführen, ich finde das echt unglaublich. Aber kommen wir jetzt dazu. Das erstmal zu dem Beitrag. Jetzt komme ich mal zu meinen Erfahrungen. Ja, ich war ja sehr überrascht. Ich habe das Update bekommen. War erfreut, dass es relativ früh kam. Ich glaube, einige Zuschauer von euch, die mir geschrieben haben, die hatten das noch nicht. Da hatte ich das schon. Habe ich installiert. Und ich sage mal so, das netteste Gimmick aus meiner Sicht ist die Funktion mit den verschiedenen Tönen beim Verschließen des Teslas. Ich habe diesen doppelten Ton genommen, wie man Alarmanlage bei US-Cars quasi aktiviert, das zweimalige Fiepen. Und da gibt es übrigens auch ein sehr schönes Video, kann ich auch mal hier verlinken, von einem YouTuber, der quasi mal gezeigt hat, wie einfach das ist, sein eigenes Tonsignal quasi auf den Stick zu installieren und dann piepsen zu lassen. Da gibt es so Beispiele wie R2-D2 aus Krieg der Sterne oder auch das Windows, die Windows-Musik, wenn der Rechner runterfährt. Ja, ist ja auch ganz neckisch, aber ich muss jetzt das Piepen eigentlich ganz nett, was auch viel lauter ist wie das normale einmalige Hupen bisher. Ja, das finde ich noch ein nettes Gimmick, ja, was aber nicht unbedingt kriegst, sag mal lieber nicht, was nicht so wichtig wäre, sag ich mal, ja. Aber klar, Tesla ist bekannt dafür, mal so kleine Gimmicks zu machen. Dafür fahren wir ja auch die Autos, ja. Aber Autopilot, ja. Also ich habe dann, nachdem das Update installiert war, bin dann meine erste Strecke gefahren. Ich fahre immer die gleichen, ja, wie wir alle, die gleichen Strecken zur Arbeit. Und da habe ich schon mal gesehen, ich mache immer, es war vorweg gesagt, ich nutze immer den Autopiloten. Ja, ich fahre immer Autobahn auf dem Weg zur Arbeit und ich fahre immer Landstraße. Und sobald ich quasi in der Kolonne fahren muss oder sobald ich eine lange geradeaus fahre, ja, da habe ich keine Lust, da selber zu fahren. Ich sage es mal so einfach, sondern aktiviere dann den Autopiloten und lasse das Auto dann quasi fahren. Ja. Daher quasi nutze ich das seit 4 Jahren quasi permanent. Und da bemerke ich eben auch kleinste Unterschiede, wenn sich da was tut. Und ich habe jetzt echt einige Sachen bemerkt, da schlief mir ein bisschen ins Gesicht ein. Ja, als erstes, und jetzt wird es ein bisschen heikel, ja. Ich beziehe mich mal nur auf eins. Ihr kennt ja, wie das so ist, ja, und das kennt, glaube ich, jeder. Egal ob Polizist, normaler Mitbürger oder Staatsanwalt, ja, die haben ja auch ein Privatleben, ja. Es kennt jeder, dass man mit dem Auto fährt, dass man dann die Sonne kommt raus und man sucht seine Sonnenbrille, zum Beispiel, ja.
So, und ja, da ist es natürlich schon ein Unterschied, ja. Und ich weiß, brauchen wir gar nicht diskutieren, immer auf den Verkehr achten, immer auf die Straße schauen, aber trotzdem, ja, wenn man wenig Verkehr ist, man hat eine gerade Strecke, es kommt kein Gegenverkehr, ja, da kann man ja doch mal sagen, okay, ich suche mal jetzt meine Brille mal raus, die irgendwo da rechts, links oder dort, wo auch immer liegt, ja. Ja, und jetzt gibt es zwei große Unterschiede, ja. Bisher haben wir das gemacht ohne die Funktion eines Autopiloten. Jetzt haben wir die, ja. Das heißt, jetzt gehe ich da quasi so vor, wenn ich jetzt meine Brille suchen sollte, dann warte ich, bis der Autopilot aktiviert ist. Das heißt, suche mir eine Strecke raus, wo ich sehe, ach, guck mal, hier ist wenig Verkehr, aktiviere den Autopiloten und suche dann meine Brille. Und da sage ich mal, da ist das für mich ein Sicherheitsgewinn. Punkt. So, jetzt ist das so, ich aktiviere das auch, suche meine Brille und während ich das suche, und wir reden nur von ein paar Sekunden, ein, zwei Sekunden, ich will nicht darüber diskutieren, ja, wie viele Sekunden man, wie viel Meter zurücklegt und sowas, ja, ist alles ganz klar. Kommt sofort eine Meldung, bitte schau auf die Straße, so ähnlich lautet die Meldung, auf die Straße achten oder schau auf die Straße, so ähnlich. Sagen wir, was ist denn das? Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt fahre ich nur eine ganze Weile und ich habe mir angewöhnt, immer die rechte Hand so ins Lenkrad zu hängen und mit dem Gewicht meines Arms dann quasi das Lenkrad immer so ein bisschen Zugkraft quasi auszuüben. Und dann fahre ich über die Autobahn, sag mal, wenn es geht, stundenlang. Ja. Ja, jetzt kommt ständig, fängt das Ding an zu piepsen, ich soll das Lenkrad bewegen. Ja. Ich vermute mal auch eine Reaktion darauf, dass es Zeitgenossen gab, und da habe ich immer davor gewarnt, die irgendwelche Gewichte ins Lenkrad gelenkt haben. Ja, und um das zu verhindern, sagt Tesla, okay, beweg mal das Lenkrad, damit ich weiß, dass es kein Gewicht ist, sondern dass du es bist. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das alle habt, ich hatte das jedenfalls jetzt mehrfach und das war extrem ärgerlich. Ja. Und ich sage mal so, damit beginnt für mich die Verschlechterung des Autopiloten. Ja, und ich sag mal so, auch der Autopilot ist so ein Highlight, ich nenne den noch so, ein Highlight von Tesla. Ja, warum sich es lohnt, Tesla zu kaufen? Für mich vor 4 Jahren war das der absolute Hammer, ja, dieses Fahren. Und ich nutze das, wie gesagt, immer. Und es ist wirklich ein viel entspannteres Fahren, gerade auf Autobahnen, auf langen Strecken. Wir waren jetzt vorige Woche auf verschiedenen Weihnachtsmärkten. Wir waren in Würzburg, in Prag. Habe ich auch ein kleines Video von Prag gedreht. Muss ich aber noch schneiden, denn es wird jetzt schwierig in der Weihnachtszeit. Aber auch da, auf diesen Autobahnetappen, nehme ich immer den Autopiloten. Da konnte man immer schön gemütlich bei 130, ja, man fährt auch nicht so schnell, kann man seine Bahn ziehen und kann dann stundenlang fahren. Mich nervt auch nicht, dass auf der anderen Spur, ja, dass es dann aktiviert oder deaktiviert wird, das ist auch nicht so schlimm. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, ihr habt jetzt eine Funktion, wo ihr quasi einschalten könnt, mit einmal runterdrücken vom Hebel, aktiviert den Autopilot schon, ja. Bisher ist ja so, einmal runterdrücken ist erstmal nur der Tempomat, zweimal runterdrücken ist dann der Spurhalteassistent mit dazugeschalten, als sogenannter Autopilot. Ihr könnt einstellen, mit einmal klicken, aktiviert ja quasi alles. Da habe ich aber gemerkt, wenn ich so fahre und dann die Spur wechseln muss, in dem Moment, wo ich ja blinke, deaktiviert sich ja der Autopilot. Ich fahre auf die Überholspur. Ja, und dann geht aber auch der Tempomat aus. Und das war bisher nicht so. Ja. Bisher war so, ich habe geblinkt, der Tempomat hatte ja 130 eingestellt zum Beispiel und der blieb da auf 130. Dann bin ich quasi 130 vorbeigefahren, entweder mit oder ohne Autopilot und bin dann wieder rechts rein auf die Spur und der Tempomat war die ganze Zeit an. Dann habe ich nur noch mit zweimal runterziehen, wieder ein Autopilot aktiviert nach dem Reinfahren die rechte Spur und das war's. Und das war für mich relativ unproblematisch und da hat mich auch nicht groß gestört. Ja, ja, das geht dann nicht mehr. Ja. Sobald er diese Funktion aktiviert, dass er nur einmal runterziehen, alles aktiviert, ist das so, dass ihr dann, sobald ihr blinkt, quasi alles raus, auch der Tempomat? Das ist ja extrem nervig, ja. Also, wie gesagt, ich will damit sagen, ja, einige Veränderungen gab es ja in Verbindung mit dem Autopilot, die wirklich das Teil aus meiner Sicht schlechter gemacht haben. Und das ist auch kein Gefallen, den sich Tesla da tut, weil ich sag mal so, das sind ja alles Daten, die Tesla aufzeichnen will, um den Autopiloten zu verbessern. Wenn dann immer mehr Menschen den Autopiloten nicht mal benutzen oder darauf verzichten, da wird auch diese Datenmenge entsprechend kleiner, ja. Und ja, also das muss ich echt sagen, da bin ich ein Stück weit enttäuscht von Tesla. Und ja, wenn das noch schlimmer wird, ihr wisst, das kommt ja noch mehr, ja. Es soll ja 2024 soll kommen, dass quasi ihren Piepser kriegt, den ihr nicht ausschalten könnt, also nicht nur bei Tesla, bei allen neuen Fahrzeugen, wenn ihr quasi die Geschwindigkeit überschreitet. Und ich will ja nicht dafür werben, um Gottes Willen, aber ich meine, so 1, 2, 3 km/h fahren ja wahrscheinlich die meisten zu schnell. Und nicht mal, das müsst ihr eigentlich, ja. Wenn ich hier sehe, bei mir ein Stück Landstraße, was ich jeden Tag fahre, seit 4 Jahren, ja. Seit 4 Jahren erkennt das Fahrzeug zum Beispiel dort das Ausgangsschild nicht. Das heißt, die ganze Landstraße in alles 50 km/h. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das Auto klingelt, ja. Ich meine, 50 kann ich nicht fahren, da bin ich Verkehrshindernis, eine 100er Landstraße. Ja, aber ich muss dann das Klingeln mir anhören bis zum Ultimo, ja. Und wenn es noch schlimmer kommt, wenn sie das so machen mit dem Autopilot, ja, so nach dem Motto, okay, 5-mal nicht reagiert, 5-mal nicht Geschwindigkeit herabgesetzt, blub, ja, weiß nicht, dann fährt das Auto nicht mehr in der Woche oder so.
Auf was müssen wir uns da einstellen? Ja? Und das meine ich jetzt mit dieser Funktion vom Autopilot. Klar kann man sagen, na gut, immer den fünfmal quasi ignoriert hat, so weit, dass er sich ausschaltet, dann muss man schon weit getrieben haben. Ja, das stimmt. Ja. Aber auch das kann Tesla morgen ändern. Morgen kann Tesla sagen, es reicht schon einmal oder zweimal oder wie auch immer. Ja. Das ist alles durch Software jederzeit änderbar. Und da habe ich auch zuerst gedacht, das ist so vielleicht die dunkle Seite der Elektromobilität, aber das kann man auch nicht so sagen, weil ich sage mal, vernetzte Autos hat ja mit Elektroautos gar nichts zu tun, ist ja bei den Verbrennern im Grunde den modernen genauso, ja auch die werden vernetzt, auch da hat die EU ja schon vor Jahren quasi Regularien geschaffen, wann Autos wie vernetzt sein müssen, ja es begann glaube ich mit diesem Notruf, den automatischen und so weiter. Das heißt, das wird auf uns zukommen und es wird auch mal auf uns zukommen, dass man gar nicht schneller fahren kann als man darf, ja. Also man tritt dann quasi aufs Strommeter im Gangnahmestand fahren, was wieder beim Überholen schwierig wird, ja. Also ihr seht schon, die nächste Zeit, die nächsten Jahre, die nächsten zwei, drei Jahre, die werden spannend schon nur, was das Thema betrifft. Und da bin ich echt mal gespannt, was da so rauskommt. Ihr könnt ja mal in Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen so sind, seitdem ihr das Holiday-Update installiert habt, wie bei euch die Autopilot-Erfahrungen sind. Würde mich echt mal sehr interessieren, um was ihr davon haltet. Also ich finde das eine Verschlechterung und das finde ich auch ein Nachteil für Tesla in dem Falle, ja. Aber ja, gibt es ja verschiedene Ursachen dafür. Ja, so viel zu diesem Thema, das ist auch schon gewesen sein. Wir kommen zu Punkt Nummer 3. Ja, das war's mit der Förderung. Und ja, ich wurde ja überrascht, ich hatte quasi die Zeit überholt während der letzten Sendung. Ja, da hieß es ja noch, die Förderung läuft zum Jahresende aus und dann am letzten Samstag lief das Video hier und da wurde schon gesagt, an dem Tag, die enden morgen. Ja, wo ich sage, was ist denn das? Was ist denn das für eine Arbeitsweise? Das ist unglaublich. Kennt jemand von euch eine Kündigungsfrist von einem Tag? Also ich kenne es nicht. Mal einen Schluck trinken. Ja, was man aber auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass diese Förderung von E-Autos extra so konstruiert wurde, dass es dafür zum Beispiel keinen Bundestagsbeschluss gab und dass deswegen einfach die Regierung ja jederzeit sagen kann, das war's, von heute auf morgen. Geht bei anderen Sachen ja nicht so. Also das war schon so, wahrscheinlich schon so gedacht, ja, bei der Konstruktion der ganzen Geschichte. Ja, und hier haben wir eine Meldung von der Berliner Zeitung zu dem Thema. Ja, ja hier haben wir schon den Kollegen vorne draufstehen. Kaufprämie gestrichen, so rechtfertigt Lindner das Ende der Förderung. Das muss er noch rechtfertigen. Und jetzt kommt's. Das ist der Hammer, ja. Die Aussage ist, es gab nie eine Fördergarantie. Da denke ich automatisch, niemand hatte die Absicht, einen Mauer zu bauen, ja. Es gab keine Fördergarantie. Ich sag mal so, hat das irgendjemand gefragt? Oder... Hat das irgendjemand gewusst? War das überhaupt noch mal Thema? Das ist so wie, ich frage jemanden nach der Uhrzeit und das sagt mir, gleich regnet es ja. Das ist echt, aber ich dachte, mich wundert ja nichts mehr. Ja. Ja. Und so hat hier Christian Lindner das Auslaufen der E-Auto-Förderung verteidigt. Es sei immer klar gewesen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel irgendwann enden würden. Irgendwann war quasi ein Tag später, ja. Es ist geil, ja. Das müsste man zum Arbeitgeber sagen. Ja, wie lange bist du heute da? Ich will irgendwann Schluss machen. Das ist unglaublich. Ja, es gab kein festes Datum, doch das gab's, ja, unter gewissen Prämissen. Sondern er läuft dann aus, wenn kein Geld mehr zur Verfügung steht. Das ist doch Hammer. Ich habe mich immer beklagt, ihr wisst das ja, ja. Dass es nicht sein kann, dass man sagt, okay, die Förderung läuft bis, ich sage mal als Beispiel, Dezember 24 oder so lange, wie die Gelder reichen. Ich sage, das ist, wo ist denn das verlässlich? Ja, was kann man da verlassen? Das geht ja gar nicht, ja. Ja, und jetzt haben sie aber noch übertrieben, ja, nochmal gesteigert, haben sie gleich von jetzt auf gleich, von heute auf morgen quasi, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die Förderung komplett gestrichen haben. Es hat aber da nie eine Fördergarantie gegeben. Ich weiß, davon ist nie jemand ausgegangen, sondern sei klar gewesen, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Sie müssen mal bei der Bahn fahren, schwarz, dann wird er kontrolliert und dann sagt er, tja, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Es ist der Hammer. Ja, das Bundeswirtschaftsministerium hat am Samstag mitgeteilt, wisst ihr alles, dass die Anträge für die Förderprämie nur noch bis Sonntag 24 Uhr angenommen werden. Ich finde doch nett, Sonntag 24 Uhr. Ja, wie lange haben Sie die Zulassungsstellen offen am Wochenende? Und wann bekommt man einen Termin dort? Ja, das abrupte Ende, Grund seien Sparzwänge im Haushalt, finde ich ja cool. Also in Anführungszeichen natürlich. Das abrupte Ende sorgt natürlich für Kritik, ist auch ganz klar. Und so sagte ja Habeck, wo wir empfinden, dass den am Samstag kurzfristig angekündigten, verkündeten Förderstopp zum 17.12. jedoch äußerst unglücklich. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten lebensnahe Übergangsfristen von politischen Entscheidungsträgern. Ja. Aber das war wohl ja Detlef Müller oder, also es war anderes, war nicht Robert Habeck.
Ja, also ich erwarte mir nichts mehr hier. Hätte ich es fast gesagt, ja, von dieser Regierung, hier ist alles möglich, was zu beweisen war. Also besser kann man das nicht darstellen, ja, auf was man sich hier verlassen kann in diesem Land. Das war, ist ein eindeutiger Beweis gewesen, deswegen, Leute, wie ich immer schon sagte, ja, denkt dran, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Diese These gilt immer mehr, ja. Und deswegen packt die Chancen, die ihr vielleicht habt beim Schopfer, wer weiß, ob die wiederkommen, ja. Ja, ich weiß auch nicht, mal ganz ehrlich, wenn ich mir damals nicht den Tesla gekauft hätte, da gab es die Förderung in der Form noch nicht, da war die noch niedriger, würde ich heute E-Auto fahren? Was würde ich heute noch fahren? Ja, würde ich überhaupt jemals E-Auto fahren? Ich meine, mit den Strompreisen, die jetzt vor der Tür liegen, ja, wisst ihr selber, was da alles gerade so abgeht. Schwierige Kiste, sag ich mal. Ja. Aber nun habe ich ihn, ich bin gefahren und wenn es noch 2, 3 Jahre geht, ist auch schön, aber eine schöne Zeit, die ich mich zurückerinnern kann. Und ansonsten, ja, kommt es so, wie es kommt. Ja. So viel zu dem Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, Audi. Audi macht einen Rückzieher bei E-Autos. Ja. Punkt Nummer 4. Wo ich sage, was ist denn da los, Audi? Wollt ihr euch jetzt endgültig komplett demontieren oder was? Ja. Das ist eine Meldung von Smartroid. Audi macht Rückzieher bei E-Autos. Audi will mit leiseren Tönen zur eigenen E-Auto-Strategie. Der Verbrenner soll zunächst wichtig bleiben. Ja, und dann schreiben sie ja Q6 und A6. Das sind ja alle so. Keine allzu kleinen Autos sollen das Premium-Segment bei Elektroautos an sich reißen. Ja, zugleich will man in den kommenden Jahren ein massives elektrisches Portfolio auf die Beine stellen und Verbrenner ganz schnell loswerden. Doch die massiven internen Probleme und die schwache Nachfrage holen die Ingolstädter auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, einige Experten beschreiben, dass Audi womöglich das größte Problem der VW-Gruppe ist. Die neuen Elektro-Flaggschiffe sind von 21 auf 24 verschoben. Ich meine, gut, das ist schon nächstes Jahr 24, ja, aber da seht ihr schon mal, wie weit man da immer weiter zurückfällt. Ja, also die anderen geben Vollgas, ja, gerade in China. Aber auch da ist ja politisch gerade viel am, es läuft gerade sehr viel. Ja, dann schreiben sie auch, der massive Push der E-Autos würde Audi im aktuellen Zustand intern völlig überfordern. Also wird man sich zurückhalten und sehr wahrscheinlich deutlich weniger neue Modelle für die kommenden Jahre planen und dann quasi Marktanteile gezielt verlieren. Oder geplant verlieren. Aber gut, Audis Entscheidung. Man gehe nicht in die Details, aber zum korrigierten Plan gehört wieder einen größeren Fokus auf eine neue Generation von Plug-in-Hybriden und Modellen mit Verbrennungsmotor zu machen. Also zurück zum Pferd. Ist nur meine Meinung, ja, jeder eine andere Meinung haben. Mir ist im Grunde egal, wer was fährt. Jeder kann auf dem Pferd sitzen, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Verbrenner fliegen. Keine Ahnung, ja, ist mir alles im Grunde Schnuppe. Jeder soll selber glücklich werden damit. Klar, möglichst natürlich umweltfreundlich, aber ich verstehe das hier nicht. Ja, ich meine, da können Sie ja in China gar nicht mehr punkten mit den Autos. Ja. Ja, Audi sieht ein, dass der Verbrennungsmotor, weil der sieht ein, derzeit noch sehr wichtig für die Marke ist und entsprechend neue Modelle geliefert werden sollen. Leute, ich reg mich mal auf. Ja. Audi will die Rentabilität erhöhen, aber das läuft nicht mit E-Autos, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, die derzeit wohl nur ca. 4% der Verkäufe ausmachen. Neue ICE und BEV, also IC und BEV-Plattformen gibt es seit Jahren nicht. Das hat die Marke zurückgeworfen. Für mich sind das alles unternehmerische Fehlentscheidungen. So, und jetzt kommt eigentlich der eigentlich haben es kommt ein paar Kommentare dazu und die sind wirklich krass. Ja, und so schreibt ja jemand: In Deutschland wird gern so getan, als wäre die deutsche Automobilindustrie nur zu blöd und würde den Trend verschlafen. In Wahrheit will kein Mensch ein E-Auto. Weshalb diese auch per Zwang durchgedrückt werden müssen. Also ich kann wirklich hier diesem, ja, Damen oder Herren, kann ich wirklich schwören, niemand hat mich gezwungen, ein E-Auto zu fahren. Das stimmt wirklich. Ich habe das völlig freiwillig getan, ja. Und ich will nie wieder zurück. Und da gibt es viele da draußen, die das probiert haben, ja. Und ich vermute mal hier, ich weiß nicht, ja, wo der herkommt, wie sein Background ist, aber vielleicht hat er selber nie ein E-Auto gefahren oder was auch immer. Aber ich verstehe nicht, wie man zu so einer Aussage kommt, ist mir echt ein Rätsel. Dann geht es aber weiter. Es wird wohl eher so sein, dass Audi und andere Hersteller keine Lust haben, am Kunden vorbeizuproduzieren, was sie jetzt anfangen. Es geht ja nicht nur um Europa. Die größten Absatzmärkte in Zukunft liegen in Asien, genau. Und dort wollen sie E-Autos haben. China ist in Asien. Wenn die Deutschen oder Europäer ihren Wohlstand wegwerfen möchten, wenn jemand anders einspringt. Und in Asien braucht auch niemand E-Autos. Die bauen mittlerweile ihre eigenen. Richtig. Ja, weil wir keine mehr bauen bald. Auf denselben Standard viel billiger durch günstige Energie- und Lohnkosten. Da hat er ausnahmsweise mal recht. Vor allem aber ohne Gängelei.
Aber Deutschland und Europa hat sich halt entschlossen, gleich mehrere Technologien auszuschließen, genau wie die Atomkraft, die auch weltweit Renaissance genießt. Und da sage ich mal ja, nein, zum Thema kommen wir gleich nochmal. Ja, also jetzt kommen natürlich noch nicht mehr viele Kommentare, noch ein paar hier. Hier schreibt einer, also dass kein Mensch die Autos haben will, ist wieder mal schön reißerisch verallgemeinert. Ich möchte mich von der Aussage distanzieren, denn auf mich trifft das nicht zu. Ich liebe meinen Mustang Mach-E und möchte keinen Verbrenner mehr fahren. Ja, für mich persönlich gibt es nichts Angenehmeres, als mit dem BEV zu reisen, nie mehr freiwillig Verbrenner fahren. Ja. Allerdings muss ich bezüglich des Artikels auch sagen, es gibt keinen Anreiz, einen BEV der deutschen Hersteller zu kaufen. Preis, Leistung ist da absolut ungenügend. Und da hat er recht, ja. Und jetzt kommt natürlich der Hammer. Ein Anreiz, schreibt der Nächste hier, ein Anreiz, einen deutschen BEV zu fahren, wäre doch die deutsche Wirtschaft zu unterstützen und nicht die anderen Hersteller in anderen Ländern. Ich für mich überlege beim Kauf immer, ob ich nicht die deutsche Wirtschaft unterstützen kann. Ich sag mal, ja, das mag ein hehres Ziel sein, ja, da hängen auch Arbeitsplätze dahinter, das ist alles ganz klar. Aber ich sag mal, fortschrittlich ist das nicht, da müsste es immer noch ein deutsches Pferd reiten wahrscheinlich, ja. Wo wäre man da heute, ja? Ja, und da schreibt jemand, bitte, man kauft sich doch kein deutsches Auto, wenn man von einem anderen Hersteller was Besseres zu niedrigen Preisen bekommt. Naja, das ist doch Marktwirtschaft, das ist doch Fortschritt. Kein Mensch würde das tun, selbst schuld, wenn sie nichts Gutes gebaut kriegen. Tesla wurde 10 Jahre lang belächelt, anstatt selbst E-Autos zu bauen. Und jetzt wundert man sich, dass sie nicht mithalten können. Genauso ist es, genauso war es. Ja, ja, also sehe ich ganz genauso in den Kommentaren. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, was da bei Audi los ist, aber so kann man massiv Marktanteile verlieren, meiner Meinung nach. Aber wir sehen ja, die Zeit wird es ja zeigen. Ja, wir kommen zu Nummer 5 und das ist also nicht 5, sondern 5. Und das ist auch der Hammer. Hätte das gedacht, Daihatsu stoppt die Auslieferung aller Fahrzeuge. Das haben wir mit reingenommen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt E-Autos das große Thema ist, aber ich finde das ja echt der Hammer. Das ist eine Toyota-Tochter. Ja, Toyota hat angekündigt, wegen Sicherheitsmängeln keine Fahrzeuge mehr auszuliefern. Weder in Japan noch im Ausland. Und betroffen sind auch Modelle, die unter der Marke Toyota verkauft werden. Ich sag mal, früher hieß das mal, wer ein Toyota fährt, ja, das ist ein extrem zuverlässiges und extrem langlebiges Auto. Ich habe das noch nie gemacht, also nie in Toyota gefahren, hat sich nie ergeben. Ja. Aber jetzt kommen ja komische Sachen raus. Das ist ja gruselig. Und da haben sie gesagt, hier bei einer... Wegen Sicherheitsmängeln wird die Toyota-Tochter Daihatsu die Auslieferung aller Fahrzeugmodelle stoppen. Ja, das erteilte mit bei einer Untersuchung seien Probleme bei Türverkleidung und Seitenaufpralltests und neue Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Ja, geht es um sicherheitsrelevante Geschichten. Diese betrafen den Angaben zufolge insgesamt 64 Fahrzeugmodelle, darunter 22 von Toyota verkauft werden. Ja, ja, und jetzt werden quasi alle Auslieferungen vorübergehend ausgesetzt, eingestellt. Also Daihatsu und Toyota natürlich machen das, ja. Ja, und dann wird das Übliche, ich sage jetzt mal bla bla, es wird nicht nur eine Überprüfung des Managements und der Geschäftsabläufe erforderlich sein, sondern auch eine Überprüfung der Organisation und Struktur. Klar wird das mit Strukturproblemen mit verbunden sein, auf jeden Fall, ja. Das im April bekannt geworden war, dass es bei 88.000 Kleinwagen manipulierte Seitenaufpreissicherheitstests gegeben hat, wurden Ermittlungen eingeleitet. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommt eigentlich das Nächste, aber das ist ja nur von mir eine Vermutung, ja. Warum gerade bei den Fahrzeugen? Da kommen wir gleich. Die meisten Fahrzeuge wurden als Toyotas verkauft. Und die jüngsten Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Ausmaß des Skandals weitaus größer ist als bisher angenommen. Daihatsu ist Toyotas Kleinwagensparte, produziert eine Reihe der sogenannten Kai-Kleinwagen und Lastwagen, die in Japan sehr beliebt sind. Und das betrifft wohl auch einige im Inlandsmarkt verkauften Modelle von Mazda und Subaru sowie Toyota und dazu dann im Ausland. So, und jetzt kommt's. Toyota teilt mit, die betroffenen Modelle, 1,1 Millionen Fahrzeuge, Wahnsinn, ja, sind vor allem in südasiatischen Märkten wie Thailand, Indonesien, Malaysia, Kambodscha und Vietnam sowie Mexiko, Ecuador, Peru, Chile, Bolivien und Uruguay bestimmt gewesen. Klingelt da was bei euch? Das sind jetzt nicht gerade große wirtschaftliche Metropolen, sondern das sind Kleinstfahrzeuge für die ärmeren Teil der Bevölkerung. Ja, und da kann man es mal mit der Sicherheit nicht so genau nehmen. Ist, wie gesagt, nur eine Vermutung von mir, ich will ja niemandem was unterstellen, aber ist schon komisch, dass es nur diese Fahrzeuge betrifft. Ja? Wahrscheinlich, um sie möglichst günstig zu machen, auf den Markt zu bringen. Ja? Aber ich meine, die haben doch das gleiche Recht auf Sicherheit und Schutz, egal ob ich jetzt in einem kleinen Wagen sitze oder eben in einem teuren Wagen. Und klar, man immer schon den Vorteil, größere Karosse, mehr Schutz automatisch, ja, ist immer schon so gewesen. Aber zumindest die Crashtests dürfen doch nicht manipuliert sein, das geht doch gar nicht. Ja? Also
Da gehören die Leute in den Knast, und zwar reihenweise dafür verantwortlich sind. Was wahrscheinlich nie rauskommen wird so richtig, ja. Also da war ich echt schockiert, das ist echt eine Hammermeldung. Und ich sage mal so, wer bis jetzt dazu gefahren hat oder so ein Modell und nichts passiert ist, dann toi, 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 ja. Aber ich sage mal so, jetzt wird doch eine Riesenwelle von Schadenersatzansprüchen vielleicht auf sie zukommen. Ja, wenn ich jetzt so ein Auto habe, ich traue mir den gar nicht mehr zu fahren. Ich würde den gar nicht mehr fahren. Ich würde den sofort zurückgeben wollen. Sagen, hier Leute, wir meine Kohle zurückhaben, ja. Und das wird kommen, also das kann die ruinieren. Ne? Es ist echt der Hammer. Ne? Ja, also es war so die schlimmste Meldung eigentlich dieser Woche. Ja, ja, okay, machen wir weiter. Nummer 6 hat mir ein lieber Zuschauer zugeschickt. Da nochmal vielen Dank dafür. Ja, und der hat geschrieben, nach Wahlsieg von AfD-Kandidat, das ist übrigens die Sächsische Zeitung hier, Pirnas neuer Rathauschef kündigt erste Amtshandlung an. Was könnte die sein, die erste Amtshandlung? Ich meine, ich weiß, Probleme haben ja ganz viele, nicht nur in Pirna, überall im ganzen Land, ja. Aber die erste Amtshandlung ist, nach Dienstantritt werde er das kostenlose Parken für E-Fahrzeuge untersagen. Jede Elektroladesäule führt dazu, dass die Parkplätze blockiert werden. Jetzt sage ich mal, jetzt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem geparkten Verbrenner und einem geparkten E-Auto? Beide parken ja dort. Ja. Jetzt wird das E-Auto quasi, weil es dort nicht parken kann, parkt auf einem ganz normalen Parkplatz und ist dann der Parkplatz blockiert für andere parkende, versuchen parkende Autos. Oder wie? Ja. Ich weiß nicht, was das hier soll. Ja. Ich meine, muss man auch nicht untersagen. Man macht einfach das Schild weg, wo steht kostenfreier Parken und gut ist. Ja. Gut, man kann auch eine Satzung ändern in der Stadt. Ja. Aber also wenn das hier das erste Problem ist, politische, was sie machen wollen, dann schönen Dank. Ich vermute mal, das ist auch so ein Drecksäckern. E-Autohaser. Aber ich weiß es nicht, ja. Aber ich sage mal, wenn das die erste Amtshandlung sein muss, ihr habt ja keine anderen Probleme. Also es ist echt der Hammer. Ja, soll das machen. Da vielen Dank für diese Zusendung hier. Also es ist echt der Hammer. Also wenn ihr das gedacht, dass unser E-Auto die wichtigste Sache ist, die man als erstes verändern muss in Pirna. Wahnsinn. Sonst will mich da groß nicht dazu auslassen. Ja. Kommen wir zur nächsten Meldung. BYD politisch immer mehr unter Druck. Und das ist ja so eine Geschichte, ja. Ich habe ja, wo ich noch mich für Aktien interessiert hatte, ja, da habe ich auch überlegt, naja, BYD-Aktie war auch vielleicht eine gute Geschichte. Die steigt aber jetzt schon lange nicht mehr, ja, die sinkt eigentlich nur. Und gerade bei den Chinesen ist es eben ein großes Risiko, ja, da gibt es ja gewisse politische Spannungen. Und da kann es immer passieren, dass die morgen den Markt zumachen für BYD in ganz Europa und dann fällt die Aktie ins Bodenlose. Ja, ja, und jetzt geht es also los. Und das ist ein schönes Beispiel. Das ist übrigens hier NTG24. Habe ich noch nie, glaube ich, gehabt, diese Seite hier. Mit großer Sorge blicken die USA auf die Aktivitäten von BYD in Mexiko. Könnte man auch umgekehrt sagen. Ne? Mit großer Sorge blickt China auf die Aktivitäten von Tesla in China. Habe ich aber so nirgendwo gelesen, ja. Ja. Erst vor kurzem brachte BYD mit dem Ziel das mittlerweile fünfte Modell aus dem eigenen Portfolio nach Mexiko, wo der chinesische Konzern sehr erfolgreich ist. Ja, der Aktionär berichtet, dass der Marktanteil sich bereits auf etwa 20% beläuft. Das will man in Zukunft darauf aufbauen, was aber längst nicht jedem gefällt. Wie war das nochmal so mit freier Marktwirtschaft? Der Markt wird das entscheiden, da warten wir irgendwie was. Ich glaube, das ist irgendwie eine Fehlinformation. Ja, die großen Erfolge von BYD stehen im krassen Gegensatz zum nicht vorhandenen Geschäft mit Pkw in den USA. Nun scheinen einige Kräfte aus der US-Politik die Sorge zu hegen, dass Mexiko für den chinesischen Konzern eine Art Hintertür in den gigantischen US-amerikanischen Markt darstellen könnte. Die können doch auch gleich exportieren, die müssen doch nicht das über Mexiko machen. BYD bemüht sich darum, in Mexiko neue Fabriken aus dem Boden zu stampfen, quasi so wie Tesla in China. Und befindet sich dazu im Gespräch mit Behörden. Nun berichten Insider, dass US-Beamte bei einem Treffen mit ihren mexikanischen Kollegen Fragen zur chinesischen Investition gestellt hätten. Es steht die Vermutung im Raum, dass die USA das Engagement von BYD im Nachbarland nicht gerne sehen und der Entstehung von Fabriken möglicherweise Steine in den Weg legen wollen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein souveränes Land, ja, wo nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen irgendein Marktteilnehmer Fabriken baut und dann kommt ein anderes Land, versucht sich da einzumischen, das geht aber so nicht. Das ist doch, ihr seid doch in der Nähe von uns und nachher kommen die Autos noch bei uns in den Markt, das können wir nicht zulassen. Ist das das Verständnis von freier Marktwirtschaft aus dem Land der Marktwirtschaft angeblich? Das ist echt krass. Ja, und natürlich schon das alleine hat Auswirkungen auf die Aktie. Ja? Kurz nach eigentlich erfreulichen Neuigkeit aus Mexiko führte dies in der Börse zu leichter Verunsicherung.
Da es bisher noch keine konkreten Beschlüsse gibt, ist es fraglich, wie weit die USA auf Mexiko einwirken können. Allerdings wächst der Gegenwind dafür chinesische Autobauer auch in der EU und anderswo. Was für Verunsicherung sorgt, ist die Frequenz, mit der Meldung über angedachte oder tatsächliche Gegenmaßnahmen quasi auftauchen. Ja, für Anleger ist das mindestens ein Warnsignal. Wie ich es gerade gesagt hatte, ja. Ja, so viel zum Thema freie Marktwirtschaft in dieser Welt, in der EU oder auf dem US-Konzern oder wo auch immer. Es ist Wahnsinn, also nicht Konzern, US-Kontinent, es ist Wahnsinn, ja, es ist Wahnsinn. Ja, also ihr seht, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, sag ich mal. Ja, dann kommen wir zur Nummer 8. Und das ist eine Meldung von BYD, da geht es mal um Atomkraft. Und ich weiß, China, die haben natürlich jetzt ganz neue, habe ich letztens berichtet, neue Atomkraftwerke in Betrieb genommen, die wohl noch mal viel sicherer sein sollen und so. Aber auch da konnte man nichts lesen zum Thema Atommüll zum Beispiel. Ja. Und deswegen bin ich ja kein so großer Fan von der Geschichte. Und jetzt gibt es einen schönen Artikel im T&E-Magazin. Ich kann es immer sehr empfehlen. Das ist ja kostenlos. Das findet ihr an verschiedenen Plätzen, wie zum Beispiel beim Tesla Superchargern, wo ihr eine Lounge habt, da liegen die aus. Ihr könnt das auch abonnieren, ihr könnt Newsletter abonnieren, ihr könnt auch die Zeitung abonnieren und ihr zahlt dann nur diese Versandgebühren. Die Zeitung an sich ist völlig kostenlos. Ja, ist sehr interessant, man viele Sachen berichtet, alles rund um E-Mobilität und hier geht es diesmal um das Atomkraftwerk und zwar teure Überraschung zu Weihnachten. Das im Bau befindliche britische Atomkraftwerk Hinkley Point C oder so ähnlich entpuppt sich immer mehr als Kostenfalle. Nach massiv gestiegenen Baukosten wird nun deutlich, dass auch die Kosten für den erzeugten Strom deutlich höher liegen als ursprünglich angenommen. Ja? Atomenergie demontiert sich weiter selbst und wird dabei zu einem teuren Albtraum für Verbraucher, Staaten und Unternehmen. Nachdem sich zunächst die Kosten für den Bau von 21 auf 38 Milliarden fast verdoppelt haben, erinnert mich irgendwie an, da war da was, wie hieß das irgendwie, Stuttgart 21. Ich glaube, das ist immer noch nicht fertig und das ist, glaube ich, verzehnfacht. Von der Ursprungsplanung, was es mal kosten sollte. Ja? Ob das jemals fertig wird und zu welchem Preis? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Wird jetzt schon klar, dass das Kraftwerk auch sehr teuren Strom produzieren wird. Auf deutlich über 15 Cent pro Kilowattstunde schätzt das Internationale Wirtschaftsforum die Kosten des erzeugten Stroms. Das Kraftwerk wird damit die Strompreise in Großbritannien über Jahrzehnte nach oben schieben, soll es überhaupt irgendwann mal ins Netz gehen. Ja, der Ausstieg von Investoren spricht für sich. Und auch in Frankreich werden aufgrund des maroden Kraftwerkparks die Haushalte mit Kostensteigerungen konfrontiert. Das wird der nächste große Knaller sein. Ja, Frankreich hat ein Problem mit dem Uran. Ja, da warte mal was. Im Kongo erinnert euch vielleicht. Der eine oder andere, der ein bisschen politisch aktiv ist. Also die Meldung liest zumindest. Ja, ja und dann sind auch noch die Atomkraftwerke marode. Da müssen oft viele abgeschalten werden. Das sieht nach einer ganz schön problematischen, zukünftigen Situation da aus, ja, was Strom betrifft in Frankreich. Ja, und dann von den Entsorgungskosten ganz zu schweigen. Auch da habe ich mal eine Meldung mal gelesen und gesehen, dass die würden Atommüll komplett ins Meer entsorgen. Ja, dann ja prima. Ja, Wind und Sonne produzieren dagegen größtenteils für deutlich unter 10 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland an den Vorweihnachtstagen aufgrund des starken Windes sogar wieder nahe und unter 0 Cent die Kilowattstunde. Also ich werde doch mal versuchen, mal müssen mal ein Jahr mal mit Tipper mal zu leben, mal zu schauen, wie ich das hinkriege. Ja, diese Zeitfenster werden perspektivisch zunehmen. Der Atomausstieg in Deutschland war nicht nur aus Sicherheits- und Energiewirtschaftsgründen, sondern auch aus finanziellen Gründen war das wohl die richtige Entscheidung. Ja, das werden wohl die Zukunft zeigen, ja. Aber ich finde das immer hochinteressant. Hier war das endlich mal ein bisschen klar dargestellt, ja, was alles für Probleme und Risiken bei Atomkraftwerken verbunden sind. Für mich ist nach wie vor das größte Risiko ist der Atommüll. Ich möchte nicht bei mir im Garten stehen haben oder so. Das möchte ich nicht, ja, oder hier in der Nähe. Das, glaube ich, möchten wir alle nicht, ja. Ja, soviel zu Punkt Nummer 8. Nummer 9, Tesla Model 3, endlich LED-Matrix-Berserker-Update. Ja, wer hat da nicht davon geträumt? Da warten wir, glaube ich, schon 4 Jahre drauf oder so. Ja, und dann kam ja die Meldung raus, dass das neue Model 3 Highland soll ja eigentlich andere Scheinwerfer haben, wie die Vorgängermodelle, wie meins zum Beispiel. Und das soll gar nicht mehr matrixfähig sein. Ja. Meins wiederum soll matrixfähig sein, aber die Software hat es nie aufs Auto geschafft. Ja, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Das ist eine Meldung von Mobiflip und die lautet ist kurz und knapp, Tesla Model 3 bekommt wohl endlich Matrix-LED-Scheinwerfer. Das kann man so verstehen wie hardwaremäßig neue Scheinwerfer. Ja, kann ja jede Woche, jeden Monat, jeden Tag soweit sein. Ja. Oder softwaremäßig. Wenn wir dann in den Text schauen, die Technologie für Matrix-LED-Scheinwerfer ist bei Tesla verbaut, aber sie ist nicht aktiv. Wo ich auch frage, wieso eigentlich nicht? Es wäre aber möglich, wenn man die Funktion mit einem kommenden Update im neuen Tesla Model 3 Highland aktiviert. Denn die Zertifizierung ist bereits da.
Das bedeutet nicht, dass Tesla das aktiviert und nutzt. Nee, warum auch? Und da schreibt er noch hier, ich glaube, dass theoretisch auch ältere Modelle diese Lichter verbaut haben. Ja, und dann nochmal der Hinweis, richtige Matrixlichter stehen seit Jahren auf der Liste der Nutzer und so weiter. Es kann ja alles sein. Ich bin, wie gesagt, mit diesem Auto, mit diesem Fernlichtassistenten bin ich sehr zufrieden. Ja, manche nicht. Ich kann da nicht meckern. Ich habe da keine Probleme gehabt. Ich fand das wirklich, ja, ich fand das hochinteressant. So, und jetzt kommen wir mal zur letzten Meldung. Ja, ich war da fast rum. Und zwar Nummer 10, ja, wer das gedacht, VW ID.7 ist ein bisschen so das Flaggschiff von VW, ja, floppt im wichtigen Markt für VW, nämlich im chinesischen Markt. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich weiß, die Geschmäcker sind verschieden, ich finde den nicht schön, Punkt. Ihr könnt ja mal reinschauen, was ihr dazu sagt, findet ihr die Karosserieform, ich finde das nicht schön. Ich finde das auch mit diesem Schwung hier hinten, da so an den Türen, so wieder runter, wieder hoch, wie so eine Welle ist das ja, ich finde das hässlich, aber ist alles nur Geschmackssache. Ich glaube, drinnen sieht da fast auch so aus wie der Tesla-Auto, ein bisschen ähnlich zumindest, ja. Aber ich finde das nicht schick, aber ist Geschmackssache. Ist ja auch nicht der Punkt, warum das hier vielleicht nicht stört. Ja, VW bringt den ID.7 in die Märkte, also gerade erst. Doch die E-Limousine als erster elektrischer Passat-Ersatz, also wichtiges Modell, kommt möglicherweise gar nicht gut an. Aber nicht aufgrund des Fahrzeugs an sich, sondern aufgrund der Arbeits von VW sehr hohen Preise. Ja Leute, habt ihr nichts gelernt bei VW, gerade was China betrifft? Ich dachte schon eigentlich, ja. In China könnte der ID.7 direkt zum Flop mutieren, sollen erste Zahlen untermauern. Ja, Hinweis, gerade China ist der wichtigste Markt, bla bla bla. Ne? Und nun berichtet hier eine chinesische Verbrauchsforschungsagentur, dass der Marktstart des ID.7 in China nicht gut verlaufen ist, ja. In den ersten 72 Stunden sollen nur 300 Bestellungen eingegangen sein. Der Preis sei zu hoch, Zusatzkosten für Funktionen wie Sitzheizung kommen nicht gut an, wo ich sage, na Leute, das hätte ich euch auch sagen können. Ich verstehe, wie man im Auto zu dem Preis, und ich werde mal gucken mit dem Finder, da kann ich mal einblenden, ich weiß es gar nicht, aber wir lesen das da hoch, und das wird auch teuer sein, ja. Wie man da eine Sitzheizung dazu kaufen muss, ist mal echt ein Rätsel. Ja? Bei Tesla warst du nur die hintere, ist auch jetzt als Geschichte. Ja? Das habt ihr die immer dabei ringsrum. Ich verstehe das nicht, Leute. Das ist doch teurer in der Produktion, als gleich überall die Sitzheizung einzubauen, aktiviert zu lassen. Das ist doch, also ich verstehe es nicht. Ja. Ja, Experten ziehen aus dem schwachen Markt ein Fazit. VW produziert und entwickelt am chinesischen Markt vorbei, obwohl sie lange genug dort sind. Doch man verliert in China zunehmend an Boden. Auch die Konfiguration des ID.7, die VW in China anbietet, würde nicht den Kundenwünschen entsprechen. Ja. Und dann noch schon ein Hinweis, ja, gerade in China ist die Konkurrenz heute brutal. Ja, ich sag mal so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das war immer hier das Credo. Und dort nicht mehr irgendwie. Das ist irgendwie eigenartig, ja. Ja, also VW, was habt ihr genommen? Was stimmt mit euch nicht? Ja, was soll das hier, ja? Ich verstehe es nicht. Ihr habt doch, wie gesagt, ich gehe davon aus, ja, ihr habt Jahrhunderte Erfahrung mit Autobauen. Ja, ihr kennt euch aus, ihr habt gute Modelle gebaut. Ja, wo ist das Problem? Ja, kriegt das nicht auf die Rolle, das, den Sprung zu schaffen, die Wende zur E-Mobilität? Ich verstehe das nicht, ja. Aber ja, ich muss das auch nicht verstehen. Ja, das waren meine 10 Meldungen heute, KW 51 2023. Wahnsinn, ja, vorletzte Woche von diesem Jahr, wie die Zeit vergeht. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Ihr habt das Jahr heute wahrscheinlich noch nicht ganz zu Ende. Es kommt ja noch eine Sendung bis Silvester, ja. Ja, aber ich wünsche natürlich euch allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, meine Stimme ist bald wieder besser. War, wie gesagt, schon viel schlimmer vorher. Ich sage aber erstmal danke, ja, danke für euch. Danke, dass ich in diesem Jahr so viele nette Menschen kennenlernen konnte. Das war ja echter Hammer. Das hat ja mein Leben wirklich unheimlich beeinflusst, ja. Ob das jetzt beim E-Auto-Treffen war, ob das über die Kommentare war, ob das die Menschen waren, die ihr Auto vorstellen wollen auf meinem Kanal. Also es war echt, es war so schön mit euch über dieses Thema zu schnattern, auszutauschen. Es hat mega Spaß gemacht. Also es ist wirklich da nochmal schönen Dank. Ja, es war der Wahnsinn. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich das jeden Tag machen, aber das schaffe ich zeitlich nicht, ist ja klar. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt dann, wenn euch gefallen hat, einmal den Daumen nach oben zu klicken und gerne meinen Kanal. Ja, dann wollte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.